Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Mega Man Battle Network 3 Blau. Endlich fertig werden Edition. Das wird passieren, ja. Ja. Denn wir haben nicht mehr viel vor uns. Wir müssen noch ein paar Grasbüschel abmähen. Ui. Duck. So, komm mal her. So. Und zack. So. Was? Du hast gerade gesagt. Und kein Feuerchip, ha? Oh Mann, ey. Na komm. Komm. Drei Feuerathleten. Auf dem Gebiet der Pyrotechnik. Schade, dass jetzt hier keine Giftfläche ist. So. Ah nö, kann ich ja so gleich machen. So. Einer nach dem anderen, nicht drängeln, ist einer für jeden da. Genau. Gut. Dann Feuerschwert. Benutzen wir. Nein, nicht R. Das R möchte ich mir noch aufbewahren. Und hier haben wir zwei Heatcher-Chips. Einen benutzen wir hierzu. Und hier gibt es nochmal zwei Heatcher-Chips. Dann haben wir hier nochmal eine Fläche mit zwei Heatcher-Chips. Yay, yeah, wir kommen voran. Woher ich das nur alles weiß, ne? Zufall. Reiner Zufall. So, dann haben wir hier zwei Objekte. Und zwar zweimal Heatshot. Und nicht zu vergessen, ein Schalter. Oh. Macht dir nichts draus. Vielleicht das nächste Mal, Roxas. Ein Schalter-Shot. Ein Schalter-Shot, ja. Auch nicht schlecht. Hachi Halafoma. Ach, das brauche ich eh nicht. Ah, ich will ein scheiß Schild zerbrechen. Ich laden hier Leute gerade in LOL ein. Ich kenn sie nicht einfach. Ja, du kennst Leute, die kennst du gar nicht. Ja, es ist weird. So. Aber jetzt gerade nicht. Ich habe halt ganz wichtige Spiele. Ganz wichtige Spiele? Was? Ganz wichtige Spiele? Ja, ich. Aha. Interessant, erzähl mir nicht mehr. Okay. Warp Point. Und hier haben wir noch was, und zwar HP Memory. Sehr schön. Hui. So, und hier machen wir noch mal was auf. Und zwar Heatshot. Drei Stück. So. Ich werde, glaube ich, mal meinen Folder ein bisschen editieren. Mach das. Ich mach meine drei Kanonen mal raus. Mach dafür Feuerschwert rein. Okay. Heatzeit. Heat V. Da habe ich schon wieder 30. Salamander. Das ist auch I. Das sieht alles nur 40 ab.
Aber Salamander nützt mir ja nichts. Aber die Bombe vielleicht. Mache ich das immer raus. Das mache ich raus. Dann mache ich einmal das rein und... Ach komm, machen wir einen normalen Heatshot rein. So, jetzt bin ich ein bisschen Feuerelementarer gewappnet. Und das zurecht. Okay. Denn nun, da alle drei Schleusen geöffnet sind... Kannst du durch die epische Halle der Evolution weitergehen. Richtig. Was? Quasi durch die Ruhmeshalle. Wir sind hier immer noch nicht bei Pokémon. So. Und einmal Heatzeit. So. Na, wenigstens können wir so noch ein bisschen Geld sammeln. Ja. Ah ja, bevor ich es vergesse, jetzt können wir ja endlich wieder umstrukturieren. Mein Ölkörper kann raus. Der Ölkörper. Mein Ölkörper kann jetzt raus. Ja, viel Spaß. Jetzt muss ich wieder ein bisschen umstrukturieren. Jetzt musst du erstmal viel raustun. Wir schauen erstmal, was alles geändert werden kann. Muss. Meistens. Muss. So, das können wir dahin platzieren. Ich mache erstmal alles raus. Move. Gut, dann kann das rein und dann können wir noch zwei Dinge reinpacken. Zwei Einzelblöcke. Charge, charge. Ja, machen wir. Charge und charge. Yo. Achso, das brauchen wir ja, glaube ich, auch nicht mehr. Den Energy Changer. Dann können wir Presse nicht drin machen. Dann machen wir Undershot. Dann machen wir... Das können wir aber noch nicht drehen. Die Folge ist dann auch gleich wieder 15, ne? Nee, nee. Okay, dann machen wir Presse. Presse. Den packen wir da runter und dann können wir noch mal ein gelbes Teilchen reinmachen. Oder wir machen... Wir machen es anders. Wir machen hier noch mal Speed rein und noch mal Charge. So. Gut. So, was haben wir? Attacke Level plus 2. Attacke Level plus 95.736,538. Die Spat haben wir 3 und Charge haben wir 4. Power Elektrizität Level 3. Schaut doch gut aus. Gut. Sieht gut aus, sieht gut aus. So, dann speichern wir nochmal ab. Oder tue ich mich nochmal ein bisschen aufheilen? Dann machen wir noch zweimal Mini-Energie. Hast ja die, so ich, außerdem kostet es ja nicht viel. Richtig. So, sieht doch hin aus. So, jetzt nochmal speichern. Und dann besiegst du Plantumanions, Mann. Ah, du bist endlich gekommen, Mega Man. Ich habe bereits den Tetra-Code ergattern können. Was für ein Tetra-Code? Na, du weißt schon, vom Tetra-Pack. Wenn du das nicht weißt, dann erlaube mir, es vorzustellen. Der Tetra-Code ist ein Schlüssel, der
die größte Krise im Netz frei schließen lässt. Der den Untergang des Netz auslöst. Genau. es gibt vier Tetra-Codes. Wenn wir es kombinieren, wird das Biest erwachen. Das Biest. Schon wieder. Es ist langsam wieder Metal Gear, so wie das Biest. Also das Word 3 ist nur hinter den Tetra-Codes her, schon die ganze Zeit über. Präzise. Genug, genug geredet. Ich habe nämlich noch Arbeit vor mir. Mach dich auf deine Löschung gefasst, Mega Man. Lan, er kommt. Der Glückliche. Wir können ihn schaffen. Ich sollte es genießen, dass ihr euch zum Trottel macht. Nein. Er wird es genießen, die Blüten zu pflücken von der Blume deines Lebens. Genau das. Los, los geht's, Mega Man. Kampfroutine bereit. Aber er ist so ein guter Dichter, ey. Ich meine, ausführen. Plant, man. Glorreiche Blume. Gute Übersetzung. Was weiß ich denn? Ja, aber gute Übersetzung. 1000 HP, Bitch. Oh, du hast ein Feuerschwert. Ich habe auch ein Heldenschwert. Ein Heldenfeuerschwert. Ich habe vier Titten. Vier Titten. Bitte jetzt erst auf. 260 Schaden, Beach. Shit. Außer er schießt natürlich. Nein! Yeah, yeah, yeah! Nein! Ist das nicht schön? Und durch. Wie er einfach den sehr effektiven Chip daneben schießt. Es ist so schön. Das kann nur Ronissimo, meine Damen und Herren. Ja, stimmt. Bam. Ey. Dusch, Alter. Oh nein! Daneben! Wow. Nee, was anderes! Scheiße! Ich krieg doppelten Schaden! Ja, ach nee! Was hast du doch erwartet, wenn du Elektro-Stil gegen Pflanzen machst? Hättest du es mir nicht eher sagen können? Nein, du kannst den Style ja nicht einfach so changen! Natürlich okay, gar nicht! Du hättest den Normal-Style bekommen müssen, aber das hätte mehr Spaß gemacht, so. Oh fuck. Du machst das mehr Spaß, da musst du nämlich mehr aufpassen. I like this shit. Time Bombe! Das war bestes Timing eigentlich. Wusch! Gut, wenn er die Ranken macht, muss man... Oh, fuck. Ihn auskontern. Genau. Gut auch beobachtet. Scharf erkannt, Panzerauge. Die Feuerbombe sollte 240 Schaden machen, also könntest du gutes Damage-Ausloop machen. Hä? Oh. Was? Er ist ein Rosenblühen. Was? Ich glaube, das zählt als Objekt. Oh shit! So, ich heil mich mal. Oh, wolltest du die Crossbomb nicht ausprobieren? Das hätte ich jetzt gern gesehen. Fuck. Nein! Daneben? Ich wollte ihn kontern, er hat mich gekontert. 88 HP hat er noch übrig. Scheiße, ich war verwirrt. Er hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Gut, continue. Mega Man. Oh, du wirst dein Style changen auf normal. Was? Normal Style? Reprogrammiert mit dem Style. Also das nützt ja nichts, oder? Ja, das darfst du ja nicht reintun. Das Rote darfst du nicht. Ach so. I see your problem. Du bist einfach nur dumm. Und so. Dann mache ich das rein. Nein. Ah ja. Das tust du sofort wieder raus. Sehr gut. Das nützt nicht. Das ist blöd. Was habe ich denn überhaupt noch? Super Armor geht nicht. Das habe ich noch nicht. Das habe ich nicht. Oh fuck. Das geht nicht. Sneak Run ist mir scheißegal. Fisch. Air Shoes. Vergiss es. Fast Coach. Weapon Level.
Nützt mir aber auch nichts. HP plus 100. Moment. Das haben wir gleich. So. Das haben wir gleich. So. Perfekt. Was denn? Nichts. Ich finde es nur schön, wie du die ganze Zeit drum experimentierst, wieso. So, abspeichern. Ja. Yeah. Plantman. Oh, den Text kennen wir überhaupt noch gar nicht. So, fangen wir an mit Beastman. So, na dann, hau drauf. So. So, okay. Alles mal schön, dass er meine ungerade Zahl macht. So. Doppelter Schaden. Upsalala. Gut, das lasse ich mal. Runter, runter, runter. Time Bomb. So. Getroffen. Oh. Na toll, einmal die Ranke und dann kommt schon wieder die nächste. Los, ran, 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 ran. Busch. Der Boss. Oh, die tödliche Blüte wird wieder erneut blühen. Gefährliche Blumen, Teil 3. Ach, lass mir doch die Vorzeichen. Durch. So. Durch. Juba-Konter. Ach man, da war die Blume im Weg. Ja, ach nee. Die Blume zählt als Objekt. Nein, als Gegner. Als Objektgegner. Gegnerisches Objekt. Egal, probieren wir es. Nein, funktioniert nicht. Als Gegner. Durch. Als Objektgegner, Gegner, Objekt. Hat alles seinen Sinn, okay? Ja, super. Aha, du hast ihn getrapped. Heldenschwert! Jetzt hast du dich trappen lassen. Aber nur kurz. Jetzt bist du wieder frei. Oh, jetzt musst du getrappt werden. Oh, wie schade von dir. Oh, oh, oh. Aber gleich sind deine Felder wieder da. Also. Jawohl, jetzt sind deine Felder wieder da. Jetzt kannst du wieder Fully Range machen und immer wieder noch weiter verkacken, als du es eigentlich schon tust. Yo. Jo, los, Yo. Beenden wir es, Plantman. Feuerschwert! Es ist sehr effektiv. I know that shit. Yeah. Und 3 Milliarden Tennis. Mega, man. Yeah. So, stark. Was auch immer. Die World 3 hat bereits 3 der Tetra-Codes. Nur noch einer. Dann haben wir den finalen Tetra-Code. Das Beast Alpha Beta Gamma Delta wird erwachen. Alpha, seriously, besser Namen gibt's nicht. Das ist das Ende. Das ist echt, mein Gott, ne? Es ist Zeit zu blühen. Lasst die Blumen der Cyberwelt erblühen. Ein Poet bis zu allerletzt. Ja. Alpha. Was für ein Biest könnte das sein? Na, der Vorgänger zu Beta, mein Gott. Meist Metal Gear. Mega Man, beeil dich, das Operationssystem. Okay. Ich glaube, ich spreche jetzt Mega Man als Snake. Ich hab's geschafft. Learn, ich habe das System gefixt. Colonel. Nun sollte das Operationssystem wieder laufen. Oh nein! Ich habe meine Zigaretten nicht dabei. Mega Man, was ich ist los? Ich habe in meinem Markt versteckt. Das Operationssystem funktioniert nicht mehr gescheit. Und Metal Gear ist hinter mir her.
Es sieht so aus, als wäre es außerhalb von Energiezuständen. Krankenschwester, der Operationsraumtür ist... Und der Operationsraumtür ist zu... Der Operationsraumtür. Schön. Ja, aber das gesamte System funktioniert auch nicht. Mamoru wird nicht mehr lange durchhalten. Lern, gib mir die Energie von dem Operationssystem. Aber wenn du das tust, wirst du... Colonel, wir haben keine Zeit hier zurückschauen und einem Kind in seinem Schicksal zu unterbinden. Ja, los, komm schon. Energie-Release-Mode aktivieren. Oh. Nein, tust nicht, Mother Brain. Nein, Mega Man. Die Ausrüstung funktioniert wieder. Und das sind deine Zigaretten. Geil. Colonel. Mega Man, du verrückter Idiot. Das Operationssystem funktioniert wieder. Es hat funktioniert. Mega Man, ausloggen. Drei Stunden später. Mamoru wurde endlich Ende operiert und dann war es gewesen, ja, ne, weißt? Und Mamoru stirbt trotzdem. Doktor, Mamoru geht es wieder gut, richtig? Die Operation wäre ohne Hindernisse durchgegangen, wäre dieser Unfall nicht gewesen. Aber wir müssen halt nur noch warten, bis er aufwacht und dann können wir das Ergebnis sehen. Lass mich warten, ihr geht raus, er wacht wieder auf. Genau. Oh nein. Nein. Die Operation sagt, dass sie alles gemacht haben, was sie konnten. Wir müssen jetzt einfach nur noch in die Hoffnung auf Mamoru warten. Ja, du hast recht. Und warten. Metal Gear. Es wird bestimmt bald aufwachen. Ich hoffe es. 5 Stunden später. Langsam. Du hast das A vergessen. Eggman. Lan, mach auf! Es ist Eggman! Wir haben jetzt keine Zeit zum Schlafen, hier kommt Eggman! I am the Eggman! Mamoru kommt wieder zurück. Oh, 5 Minuten. Was? Wirklich, Mega? Ja, wirklich, jetzt beeil dich. Der Doktor. Alles klar, Krankenschwester! Nein, den Doktor sollst du holen, du Idiot, Mann. Sieht aus, als wäre die Operation ein toller Success geworden, ein Erfolgserlebnis, um ihn in diesem Hospital zu leiten. Das würde noch ein bisschen dauern, bis er dann entlassen werden könnte. Aber wenn alles gut gegangen ist, dann können wir ihn auch sogar bald nach Hause schicken. Wirklich? Das ist großartig! Moment! Das ist wirklich großartig! Hey Lan, Mamoru wird dir etwas sagen. Du, weil... Ah nee, hast du ja. Weißt du... Seit dieser Operation hatte ich einen Traum. Ich war Pokémon-Meister. Ich konnte hören, wie er meinen Namen sagt. Da war eine Frau, Sailor Moon. Und die hatte Blumen an ihrer Seite und die macht einen Tent. Nein. Nein. Ich habe den Text übrigens schon vorgelesen. Ich konnte Lan hören, wie er meinen Namen rufte. Und dann war ich vom blauen Licht umgeben. Und da war ein Junge, den habe ich noch nie in meinem Licht zuvor gesehen. Und er hat genauso ausgesehen wie du, Lan. Aber er hat gesagt, gib nicht auf, du kannst es schaffen. Pokémon! Ich verstehe. Lan und Mega Man, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du musst uns nicht bedanken. Erinnere dich einfach daran. Du hast mir versprochen, mit mir nett zu battlen, wenn du hier raus bist. Ja, aber ich bin nicht nett. Nun, Mega Man. Nun, da es Mamoru besser geht, sollten wir nach Hause gehen. Okay. Alles klar, Mamoru. Wir kommen bald wieder vorbei. Yay. 8 Stunden später. Es ist eine Weile her. Oh. Wie kannst du es wagen, mich hier so direkt zu kontaktieren? Mensch. Ich verstehe deine
Deine Einstellung hat sich nicht verändert. Genau. Was auch immer. Erinnerst du dich an unsere Abmachung? Im Gegenzug, dir die Kraft zu geben, die Menschen zu terrorisieren, wirst du mir dabei helfen, meine Ziele zu erreichen. Die Zeit ist fast gekommen. Um das Cybergeddon auszulösen. Genau. Mein eigener Gedankensprung gerechnet zu mir. Ich glaube, ich bin verrückt. Ich glaube, du solltest es bereits wissen. Dann wird Alpha also endlich erwachen. Ja, aber erst musst du mir den finalen Tetra-Code beschaffen. Ich brauche es, um die nahe Zukunft herbei zu beschwören. Ich werde dich bald wieder kontaktieren, wenn die Zeit gekommen ist. Boom, zisch. Nur noch ein Tetra-Code. Dann mit ihm an meiner Seite werde ich mir keine Sorgen mehr machen. Ich werde das Netz zerstören mit meiner bloßen Hand. Ich weiß, falsche Übersetzung, aber ist mir schnurz. Es ist schon eine Woche her, seit Dex weggezogen ist. Ich kann keinen anderen Jungen mehr finden, na, hast du Zeit? Wenn wir so zusammen sind, dann ist es so, als ob irgendwas fehlt. Es ist irgendwie hart und schwer zu glauben, dass er wirklich gegangen ist, mon ami. Wenn ich Dex... So wie ich Dex kenne, wird er uns bald besuchen. Wird er uns bald besuchen kommen. Ich bin mir sicher, dass er bald... dass er jede Menge Abenteuer in der neuen Stadt erleben wird. Ja, und außerdem... Netopia ist nur ein paar Stunden vom Privatchat entfernt, mon ami. Oh, da seid ihr! Oh je. Hallo, na? Lon, lass uns einen Vierer! Ich hab nach dir gesucht! Was gibt's, Miss Mari? Ich hab gehört, dass du in dem World 3-Unfall verwickelt warst und der... die haben gesagt, sie haben einen gefunden. Ich? Eine Kommandation? Wirklich? Los geht's, Len! Es wird nicht einfach so sein, ein Kommandant-Tüte zu sein, mon ami. Das Wort gibt's im Französischen nicht. Sie wollen dir ein Wort geben für dich im Scilab! Eine Willkommensparty? Im Scilab? Komm schon, Mega Man, los geht's! Na, warte! Oh, was denn? Ich will futtern. Ich liebe dich! Das ist das, was ich dir sagen möchte. Dann darf ich das sagen. Hä? Was ist denn noch, Miss Mari? Wenn ich nach der Robot-Zeremonie gehört habe, war ich sowohl glücklich als auch beängstigt. Alles arbeitete gut und war super. Und wenn es nicht... Lan, erwartet zu werden, ist eine wahre Ehre und ich bin sehr stolz auf dich. Aber gleichzeitig bist du das größte Arschloch! Aber bitte versprich mir, dass du nicht wieder dein eigenes Leben in Gefahr bringst, verdammte Scheiße! Hast du das verstanden, was ich gesagt habe? Verstanden. Es tut mir leid, dass ich euch Sorgen bereitet habe. Okay, also gut, dann hast du das verstanden. Ja, du hast natürlich nichts verstanden. Am Ende wirst du wahrscheinlich wieder dein gesamtes Leben auf das Spiel setzen. Es ist immer so, bei jedem Videospiel. Jetzt geh und nimm deine Wort an! Alles klar, wir sehen uns später. Dupdi-dupdi-dupdi-du, lalalalalala. Gut. Ja, Freunde, die Willkommensfeier im Skylab gibt's dann im nächsten Part. Ja, dann passiert endlich mal wieder was. Yo, und Missionen können wir auch neue annehmen. Ich glaube, du solltest erst einmal, wenn du die Folge beendet hast, deine ganzen Sachen erst einmal umändern und dann speichern, damit du es nicht, wenn wir das nächste Mal die Folge starten, dass du dann vergisst, dass du dein Style geändert hast oder ein paar Chips reingemacht hast für den Vorteil. Das ist ein guter Plan, das sollten wir durchführen. Ja, also, ich wollte dir mal was sagen. Für den Part war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Part, wenn es wieder heißt, Einklingen Mega Man Power Ho. Ciao, ciao. Tschüss.